zwar geht es heute um das Thema Zanderangeln. Wir wollen heute mal mit dem Köderfischen probieren, wieder auf Zander zu angeln und welche Köderfische am besten fangen, ob klein oder groß. Das haben wir auch die letzten Monate getestet und Wochen. Aus der Erfahrung heraus, beziehungsweise aus den Testergebnissen heraus, sagen eigentlich die Erfahrungen, dass Kleinköderfische am besten fangen. Alle sagen, dass große Köderfische besser fangen, aber wie gesagt, durchweg die ganze Palette an Raubfischen, die ich gefangen habe, die auch dementsprechend groß waren, habe ich alle unter 30 cm Köderfischen gefangen. So. Deswegen machen wir heute nochmal den Test, probieren wir das Ganze nochmal hier am See. Wir haben es auch am Rhein probiert und stelle euch heute, wie gesagt, zwei Montagen vor und ihr könnt das Ganze mal ausprobieren, ob ihr dann vielleicht besser fangt oder nicht. Ich habe das Problem auch an einem See, dass ich momentan einfach gar nicht fangen kann. Also zumindest Zander da, alles andere läuft da, aber Zander wollen einfach nicht beißen. Ich weiß nicht, woran es liegt. So ist das Angeln manchmal. Ich wünsche euch viel Spaß in dieser Folge. Gleiches Spiel wie mit der anderen Route. Ich werfe das Ganze maximal 10 Meter vom Ufer aus, beziehungsweise am Ufer stelle ich mich jetzt hin und werfe das Ganze dann 10 Meter raus an die Kante. Da ist eine Kante, wo der Zander entweder hochziehen kann oder runterziehen kann. Und da werden wir unser Glück einfach mal probieren. So groß sind die Brutfische zurzeit hier am Rhein. Richtige Minis, die kleinen Nasen.
Aber ein Barsch, ja. Nee, oder? Doch. Doch. Mal wieder keine 10 Minuten am Autobahnweiher. Einfach nur geil. Ich glaube, ich hole mir den jetzt. Ich will euch noch mal kurz die Montage vorstellen. Das machen wir dann so, dass wir hier den zusätzlichen Wirbel auf der Hauptschnur haben, wo das Birnenblei eingehangen wird. Ich finde das Birnenblei an sich eine optimale Sache im Gegensatz zu den anderen Karpfenbleien oder so. Man kann sich das jetzt, je nachdem wie man das am besten mag, kann man sich das natürlich für sich abwägen. Dann haben wir die Gummiperle mit dem Knoten und noch einen zusätzlichen Wirbel, wo das Vorfach eingehangen wird. Und dann probieren wir unser Glück so. Ich zeige euch dann auch gleich mal, wie man das Köderfischchen anködert. Wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesen großen Köderfischen nicht wirklich besser gefangen haben als mit den kleinen Köderfischen. Das heißt, ich zeige euch mal so einen Größenvergleich, wie ich das meine. Es ist wirklich echt minimal der Größe. Hier kann man nochmal jetzt die Köderwahl sehen. Wir haben in den letzten Tagen diese Köder oftmals mit diesen Ködern getestet. Und man kann sagen, dass die kleineren Köder jedes Mal besser gefangen haben. Man kann hier auch den schönen Unterschied erkennen, wie breit die einen Köderfische im Gegensatz zu den anderen Köderfischen sind. Und die kleinen Köderfische haben wirklich viel besser gefangen als die großen Köderfische. Und wie wir das Ganze anködern, zeige ich euch jetzt auch nochmal. Das Anködern funktioniert so, schnappen wir uns den Köderfisch, die Ködernadel, stecken die Ködernadel dem Köderfisch ins Maul, schön an der Wirbelsäule entlang, so dass wir hinten an der Schwanzwurzel rauskommen, schnappen wir uns unser Vorfach, in dem Fall auch das klassische Vorfach, wie wir es auch sonst immer nutzen, mit einer flach geflochtenen Schnur ist das. In der Dicke von 0,35 mm. Und das ist jetzt in dem Fall auch ein Einerhaken. Nehmen unsere Schlaufe, öffnen die Ködernadel, ziehen das Ganze auf die Ködernadel drauf, schließen die Ködernadel und dann lassen wir das Köderfischchen schön aus Vorfach einfach nur draufziehen. Die Ködernadel auf und schieben den Haken genau ins Maul von dem Köderfisch, sodass der Haken aus dem Maul steht.
je nachdem, wer mag, kann natürlich auch noch eine Schlaufe hinten am Schwänzchen legen. Ist jetzt in dem Fall auch egal, die Köderfische sind einigermaßen frisch. Dann braucht man keine Schlaufe setzen, ansonsten kann man noch eine zusätzliche Schlaufe setzen. Und so sieht das Ganze aus. Die zweite Montage will ich euch auch nicht vorenthalten. Die sieht dann so aus, wir haben den Spirulino auf der Hauptschnur. Man kennt den Spirulino aus dem Forellenbereich. Man kann sie aber natürlich auch zum Zanderangeln nutzen. Allerdings muss man sagen, kann man diesen Spirulino eher nur an Seen benutzen, weil an Fließgewässern erzeugt das Ganze nur Hänger. Ihr provoziert dadurch nur Hänger und der Zander hat auch keinen Freiraum, dadurch gut abziehen zu können mit der ganzen Montage. Deswegen dann empfehle ich euch diese Montage eher nur am See bzw. am Stillwasser. Die Montage sieht so aus. Wir haben den Spirulino auf der Hauptschnur gezogen. Dann haben wir eine Gummiperle, einen Knoten und einen Wirbel. Die Ruten solltet ihr einigermaßen robust wählen. Was kann ich euch noch über das Zanderangeln nahelegen? Momentan ist das Wetter echt wechselhaft. Man kann also sich eigentlich nur beschweren als Ansitzangler. Zum Spinfischen taugt das Wetter einigermaßen etwas, aber so zum Ansitzangeln ist es echt schwer momentan. Aber was kann ich euch zum Zanderangeln noch nahelegen? Wählt euer Gerät auf jeden Fall bewusst aus. Eine Rute mit einem Wurfgewicht von bis 80-90 Gramm am Stillgewässer reicht euch auf jeden Fall aus zum Zanderangeln. Ihr solltet auf jeden Fall einigermaßen gutes Rückgrat haben. Dann werdet ihr auf jeden Fall euch auch nichts damit falsch machen können und eure Zander somit fangen können. Am Fließgewässer sieht das ein bisschen wieder anders aus. Da könnt ihr Ruten ein wenig stärker wählen, bis 150 Gramm oder sogar noch stärker, je nachdem wo ihr fischen wollt. Im Hauptstrom zum Beispiel braucht ihr natürlich dann dementsprechend auch stärkeres Material. Allerdings fische ich nicht im Hauptstrom, somit reichen mir Ruten eigentlich so bis 150 Gramm vollkommen aus, auch am Fließgewässer, und kann auch so meine Fische so fangen. Ach, der ist sogar ganz gut sogar. Ah, geil, richtig geiles Teil. Erster Autobahn-Zander 2017 und dann nochmal so ein schönes Exemplar 70er. Geil. Jetzt muss ich mal schauen, dass der mir nicht in die andere Schnur schwimmt. Was jetzt, glaube ich, schon passiert ist. Ja. Miesen. Oder? Na, jetzt wieder Logge raus. Was für ein richtig böser Zander. Richtig aggressive Färbung. Hammer. Geiles Teil aus dem Autobahnweiher. 2017 kann losgehen, ja, mit den fetten Zandern. Leute, schaut ihn euch an, diesen Autobahnweiher-Zander. Einfach ein fettes Monster, oder nicht? Was für ein Maul, was für ein Fisch. Unglaublich. Einfach nur geil. Und wenn ihr noch mehr so geile Fische sehen wollt, dann schaut bei Big Ass Hooker on Channel vorbei. Der liefert euch auch richtig geile Fische zurzeit. Und mit diesem Fisch verabschiede ich mich von dieser Folge, meine Freunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Mal wieder angeln.